So, weiter geht's. Mal gucken, wie lange der Spaß hier noch gehen wird. Boah, das macht echt Spaß gerade, das Spiel, ne? Es ist so unfassbar bescheuert, was hier alles passiert. Aber auch wirklich jede Form des halbwegs gescheiten Storytellings wird hier mit Füßen getreten und das ist geil. An old radio. If I could get it to work, maybe I could get some news from up top. Seems to be in pretty good shape. Just need some batteries and an antenna. Antenna. Was war das schon wieder? Antenne. Hitradio. Antenne. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? Hier können wir Batterien rausklauen. War ein Radiosender aus meiner Heimat, so in der Nähe da. Also irgendwie da, Region Niedersachsen und so. I'm gonna steal the batteries out of one for the radio. Oh, ist ein Scheiß-Radiosender. Es gibt nur Scheiß-Radiosender bei uns, aber das war die ganz schlimmste Scheiße. Mit ungefähr, keine Ahnung, die Songs, die am Tag liefen, haben so 20 Minuten abgedeckt und dann ging es von vorne los. Und es waren auch schlechte Pop-Songs. Natürlich. Ist jetzt auch wichtig, erstmal das Radio hier wieder herzustellen. Batteries and an antenna to have any chance of this thing working. Hab Batterien schon, du Otze. So. Aha. Hier ist ja schon mal nichts. Hallo Dude, den ich gar nicht kenne. Oder kenne ich den? Sind wir dem mal begegnet? Also hier Carla. Ich weiß es nicht. Hallo. Kann ich mich hier muss mich tatsächlich daneben legen. Wie sexy ist das denn? Wenn die beiden übrigens noch irgendwie Geschlechtsverkehr miteinander tätigen, dann habe ich wirklich auch das letzte Stück Hoffnung in dieses Spiel verloren. Nein, eigentlich habe ich die letzte Hoffnung schon verloren. Ich fände es jetzt tatsächlich sehr, sehr lustig. Muss übrigens auch schon wieder irgendwie pinkeln, ne? Ah, warum habe ich so eine schwache Blase? Ich weiß es nicht. Wo kriege ich denn jetzt hier eine Antenne her? Schalalalalalala. Es geht mir jetzt ums Prinzip. Jetzt will ich das Scheißding auch haben, ne? Ich habe vorhin eine Antenne gesehen. Fire. Ja, nee, würde ich mir jetzt nicht ransetzen. Das hat was schon. Oh, ich muss pissen. Ah. Ja, aber irgendwie. Ehrlich nicht fündig. Soll ich mal ganz weit wegrennen? Ja, hier ist ja auch schon wieder. Ah, oh, 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 da war was. Ah, okay. An iron rod. This will work as an antenna for the radio. Ja, schön. There we go. Should work now. Two-thirds of the country are completely without power this morning. Residents are chopping up wood wherever they can find it in an effort to keep warm. In a few days, the planet will revert to the Stone Age. Only a few cities can still count on it. The government has declared a level one state of emergency. The army has been deployed throughout the nation to discourage looting and protect those unable to remain in their homes due to the cold. Several hundred thousand men have been attached to emergency services in order to... All the oceans of the globe are now almost entirely frozen over. The Atlantic Ocean is closing up and there are only a few hundred miles in the middle of the Pacific which haven't been covered over by the ice flow. If the temperature continues to fall, it seems likely...
And I'm telling you the truth. This cold wave is a divine punishment for all of humanity's sins. God is sick and tired of our faithless, evil ways, and he's going to cleanse the planet of the unworthy and declare the dawn of a new era, just like he did with Noah's flood. Don't be afraid, my brothers, because God's will is all-powerful. The just need not fear his wrath, because... The apocalypse. The future of the world is going to be decided tomorrow at Rashida. Sehr schön, dass hier das Spiel einfach mal die globale Wärmung umdreht. Gut, müssen sich die Leute eigentlich gar keine Sorgen mehr machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, dann schlafen wir jetzt mal mit Lukas, würde ich sagen. Richtig geil rumsexen mit ihm. Yeah. Bitte die Tür raus. Vibe! Schäme mich dafür, dass ich das gerade gesagt habe. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. So. Ja, danke, dass es auch wieder nicht funktioniert hier. Hallo, wir kennen uns eigentlich gar nicht, aber wir schlafen schon nebeneinander. Was war das überhaupt, als er da seinen Traum hatte? Still not asleep? No, I can't seem to relax. Da hatten die halt auch, da waren die beide halt lüpfriger Kleidung so. Fields, forests. Cities, everything will disappear under the ice. Oh. What's gonna happen to us? Pixel, was ist los? It'll be like we never existed, like nothing important ever happened. Are you afraid to die? Not anymore. If we're both going to die tomorrow, I want you to know something. I'm sorry that we didn't meet under better circumstances. Maybe if things have turned out differently. Wehe. Wehe. Oh Gott. Alter! You're frozen. Your lips are like ice. I love you, Lucas. Ja! Ja! Alter, das kannst du doch nicht mehr ernst nehmen! Leute, ey! Oh, dieses Spiel heute. Oh. Oh nein, ich bin schon wieder ein hässliches Dreckswichskind, ey. In der analen Phase wahrscheinlich noch. Ich glaube, David Cage war in der analen Phase, als er das Spiel gemacht hat. Stolz auf seine eigene Scheiße, die er produziert hat. Oh. Oh, ist das geil, ey. Oh. Ich muss übrigens pinkeln, aber ich traue mich jetzt nicht auf Zug lehnen, sonst denkt ihr noch, dass ich mir gleich einen schwurbel, weil gerade diese Szene da kam. Warum denn? Oh. Okay. Alter, Templer war die ganze Zeit da. He knew the hangar was going to burn, John. I'm sure of it. Spoiler dich nicht, Templer, bitte. Du musst das ganze Bild verstehen. It's just not possible, and you know it. Nobody can see things before they happen. That artifact emitted a kind of radiation that we still don't understand. Maybe it changed something in Lucas. That's nonsense. We analyzed everybody who ever came near that thing, and they all checked out fine. Don't you see? If it was the artifact, then we'd all be radiated, and we'd all There's have powers. There's a difference, John. I was pregnant with Lucas when I went for the first time. Lucas was radiated by the artifact when he was still in the womb. This is just ridiculous, Mary. I've heard enough. I'm gonna take a walk while you calm down. Lucas? What are you doing there? Lucas? Lucas?
Der schon mit seinem Gürtel als Peitsche. Oh. Oh, zum Glück, ich muss nicht, dass sie die Kacke spielen. There's the hangar. The base seems abandoned. It's like we got here before the Oracle and the Purple Clan. Ich muss aber auch They're not far away. I sense their presence. Be careful. I need you. Alter, Leute, ihr könnt euch nicht. Oh. If I'm not back in 15 Wenn sie Pixelchen wie so ein Mensch verstanden hätte, würde sie immer noch denken, what the fuck passiert mit dem? Okay, zugegebenermaßen, jetzt vielleicht gesehen, diesen komischen gelben, hässlichen Typen, wie sie an der Wand, wer an der Wand gelaufen ist. Aber trotzdem, what the fuck? Ah, oh Gott. Ich liebe dich auch direkt erstmal. Ah, oh, nee, komm, ey. Immerhin fuckt mich das Gameplay jetzt nicht mehr ab, ne? Das tut dem Spiel sehr gut. Ah, ohne Scheiß, das Spiel fing ja echt gut an. So, die Szene am Anfang im Diner war voll spannend. Das war voll gut inszeniert und voll so, okay. Hier ist Blitzscreen, da kommt der, da muss ich agieren, wow. Das war das einzig Gute an dem Spiel. Also, ab dann ging es permanent bergab. Jetzt geht es wieder bergauf, allerdings aus den falschen Gründen. Aha. Sorry, falls ich hier irgendwie mit Spiel mies mache, aber derjenige hat eh schon abgeschaltet. Aber ich lasse da meiner Meinung freien Lauf. Moin. Komischer gelber Typ. Give me the child. You are even more obstinate than they had thought, human. But the game is over. You and your race have lost. Your inferior species will disappear like the dinosaurs before you. We, the artificial intelligences. Ach so, die haben auch die Dinosaurier ausgerottet. Thanks to the secret of the child, we will know all. We will be more powerful than gods. I'm the one who gave it to you, and I'm going to be the one who takes it away from you. You're forgetting one small detail. There is a module in your cortex that allows us to control Cortex. You. Give it. You are our puppet, human. Now dance. Oh, scheiße. Ich will gerade Bollywood-Tanz machen. Entschuldigung. 2000 years. For 2000 years I've been awaiting this moment. The moment when the mystery is revealed to me. The answer to all questions. And it's you who brought me the Indigo Child. What an ironic destiny. Give it up. Achso. Okay. Ah, okay. Auf einmal steht's auf der anderen Seite. Boah, diese Quicktime werden sich echt ein bisschen stressig. Weil die RB-Taste halt in ein von 10 Fällen nicht funktioniert und ich dann immer so einen kleinen Rückschlag hab. Wo ist nicht? Mehr Matrix-Kämpfe. What
doing, Lucas? You've got to wake up! They're manipulating you! Lucas, wake up! Please! I beg you! Leave him, human! Enjoy these last few moments of life before we take control of this planet and rid it forever of your inferior race. Was für guter Bösewicht, Titanus. That's not how I see the future. Okay. Okay. One hit. Okay. One shot. Hallo. Hey, wo ist denn die Alte? Da. Scheint auch schon wieder tot zu sein. Gut. Nee, sie atmen noch. Aber was muss ich denn hier machen? Ich sollte sie eigentlich nicht in die Quelle schmeißen. Oder doch? Bin ein bisschen verwirrt. Ist das böse Ende, wenn ich das jetzt mache? Ich bin gerade verwirrt. Ich bin halt bei der Story jetzt eh nicht so ganz auf dem Dampfer, ne? Hat man vielleicht schon gemerkt. Aber es geht auch einfach nicht. Ich meine, ich kann auch jetzt einfach das Ding da reinschmeißen. Das Ding. Um die hässliche Kacke hier. I've got to take Jade to the altar. Okay. Woher wissen wir eigentlich, dass sie Jade heißt? Da stand es vielleicht auf irgendeinem Schild, aber das kann sowas sein. Ich muss pieseln. Pieseln, kieseln. The cold went away just like it had come, in silence. Yo. As if the indigo child had turned the hourglass by delivering her message. Everything was just as it was before. I guess that means the lesser evil. The Oracle and the Orange Clan went back to their places of power in the secret government of the world, and the Purple Clan went back to haunting us on the net. I should be happy, I guess. I've been living with Carla for 3 months. She's the best thing that's happened to me in a long time. Yesterday, she told me that she's pregnant. Must have been that night in Bogart's underground base. That means that our child was radiated by the chrome at Wishida, just like I was in my mother's womb. I don't know what's gonna happen now. I'm the one and only keeper of the greatest secret in the universe. What should I do with all that power? Forget it? Put it in the service of humanity? I've never dreamt about being the god. I just want to live my life like anybody else, with my wife and my child. I'm afraid that destiny might have another path in mind for me. What are you thinking about, Luke? Oh, nothing. Nothing at all. Oh, God. Ende. Fucking, ey, endlich. Boah, ey. Hab keine 5 Minuten länger ausgehalten, glaube ich. Ja! Ach du Scheiße. David Cage, Director. Ja. David Cage, wenn du das siehst. Mach einmal so und fühl dir das bitte in den Arsch ein. My bed with gasoline.
Oh, da kommt wieder Nickelback, ey. Oh, jetzt muss ich ein Fazit geben, oder? Oh, geil, ich freue mich. Ah, ich muss pissen. Die Musik ist eh super laut. Ich gehe mal eben während der Credits pissen. Hier passiert eh nichts mehr. Time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over. It hurts to breathe. Every time that you're not next to me, her mind's made up. The girl is gone, and now I'm forced to see. I think I'm on my way. Oh, it hurts to live today. Oh, when she says, don't you wish you were dead like me? Komm zurück und sie einfach nur written and directed by David. I remember the day when you left for Santa Monica. Nein, jetzt kommen noch die Remastered Credits. Es ist laut. Ich glaube, ich kann nicht gut darüber reden. Gerade. Wir warten noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Tell me when it's over, ja. Endlich, ey. Okay, da kommen noch Lieder. Aber es ist ein bisschen leiser. Ich kann ja schon mal anfangen, ne? Also, Fahrenheit ist kein gutes Spiel. Nein, das ist wirklich kein gutes Spiel. Es fängt gut an. Die ersten 20 Minuten Spiels sind wirklich gut. Ja, so, oh mein Gott, was macht man hier? Leiche wegschaffen während des Mistfühls. War alles voll spannend. Okay, zugegebenermaßen, der Prozess des Mords war auch schon ganz schön psychomäßig übertrieben. Aber ist okay. Und ab dann ist eigentlich alles scheiße. Ja, und dann wird es wirklich schlecht. Das Gameplay funktioniert nicht richtig. Ja, ständig läuft man komisch, falsch, wie man gar nicht läuft, weil einfach beim Kamerawechsel die Steuerung eben komplett abspackt. Ich kann es nicht erklären. Ja, dann ist dieses System mit den Depressionen, die sinken und erhöhen, ist ja irgendwie eine nette Idee, aber führt häufig dazu, dass man einfach stirbt und nichts dagegen tun kann. So wie bei mir in der Passage mit dem Verhör. Ich musste auf einen Bug zurückgreifen, damit ich weiterkam. Geil. Drittens, so ein paar echt kryptische Stellen, wie zum Beispiel mit dem Fax. Dass man mit dem Fax nochmal zum Nachbarn muss. Warum auch immer. Es wurde nicht irgendwo mal eingedeutet, dass der Nachbar Ahnung hätte, dass er davon irgendwie was ableiten kann. Nö. Man muss irgendwie selber drauf kommen. Ist ja okay. Weißt du, jedes Spiel hat mal so eine Stelle, wenn es das einzige gewesen wäre. Nee.
Also es spielt sich alles sehr, sehr ekelhaft, sehr, sehr komisch und wirklich nicht sehr angenehm. Quicktime-Events sind tatsächlich das geringste Problem gewesen. Ich habe am Anfang, war ich ein bisschen zu blöd, aber dann kam ich rein. Ja, und dann kommen wir natürlich zur Geschichte. Die Geschichte, ne? Alter Finne. David Cage, ne? Dachte David Cage wirklich, er hätte hier das neue Citizen Kane geschrieben? Wenn er sich schon an der Wand mit Citizen Cage schreibt, dann assume ich das mal, ne? Hast du aber nicht, Kollege. Deine Geschichte ist hanebüchen, komplett bescheuert, ja? Komplett kitschig, klischeehaft, mit dummen Entscheidungen. Mir fallen keine richtigen Wörter dafür ein, ja? Mit so dummen Verhalten. Person A und B kennen sich 5 Minuten und ficken erstmal rum, ja? So zum Beispiel. Und mit so völlig bescheuerten Dialogen und irgendeiner abstrusen Geschichte mit Maya-Kultur und irgendwas Übernatürliches, was nur so halb, noch nicht mal als so Viertel vielleicht mal geklärt wird, wo die überhaupt herkommen und was da los ist. Und dieses behinderte Kind, was nie erklärt wird. Ah ja, apropos Gameplay, die Stealth-Passagen sind auch absolut scheiße, ja? Und die Kinder sind auch absolut nervig, weil die echt eklige Synchronstimmen hatten. So, ja, zum Ende hin, zum Glück nach dem Verhör, wird das Gameplay aber immerhin so okay, dass man echt Spaß damit haben kann, mal so richtig zu merken, was für eine schlechte Geschichte das eigentlich ist, ja? Wie absolut abgefuckt das hier eigentlich wird. Ach, ja, schön. Macht halt Spaß, auch mal über sowas abzurenten, ne? Wie gesagt, wenn das Gameplay halt die ganze Zeit so gewesen wäre oder halt nicht so anstrengend zwischendurch, dann hätte ich es auch besser gefunden, weil dann hätte ich mich die ganze Zeit deutlich besser darüber lustig machen können. Ja. Fahrenheit! Wirklich kein gutes Spiel. Nein, das ist wirklich nicht gut. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder spielen. Also, gut. Dazu kommt, dass ich viele Spiele, selbst Spiele, die ich mag, häufiger nicht nochmal spiele, weil ich einfach, weil man mittlerweile so überschüttet ist mit Spielen, dass man eh nicht dazu kommt. Aber habe ich kein Bedürfnis zu. Wir gucken mal, wie viele Achievements haben wir jetzt eigentlich? 9 von 17. Okay, was hatten wir denn alles? Mal gucken. Rette das Kind im Park. Scheitere bei der Atemsequenz mit Carla. Habe ich provoziert. Bestehe das Verhör als Lukas. Hatten wir heute. Rette Markus. Ah, okay. Das war wahrscheinlich, als ich... Naja. Übergibt Jade dem violetten Clan. Gutes Ende. Der violette... Aber war das jetzt nicht der Orange Clan? Ach, ist mir auch egal. Gutes Ende. Endloser Sommer. Gewinne das Basketballspiel. Beeindruck, was hat ein Mitchell auf der Schießanlage. Gewinne den Sparring-Kampf als Carla. So, was hatten wir noch? Beziehungsweise, wie sieht die globale Statistik aus? Bleib zu lange im Bad und werde erwischt. Hey, ich wurde im Bad erwischt. Gutes Ende. Töte Lukas mit einer Mischung aus Tabletten und Alkohol. Okay. Das ist dann das böse Ende. Rette alle Kinder im Hangar, ja. Weigere dich, Jade dem violetten Clan zu übergeben. Überzeuge Tiffany zu bleiben. Übergib Jade dem violetten Clan. Achso, das hatte ich. Oh, voll wenig haben das nur gemacht. Ja. Lass Carla und Teile ihre gesamte geistige Gesundheit verlieren. Ende des violetten Clans. Ende des orangen Clans. Aha. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, ja? Ja. Oh, komplett Lösung Fahrenheit. Hätte ich mal darauf zurückgreifen können. Wenn er nicht verwirrt war. Ja. Gut. Wir können mal kurz hier in den Bonus-Dings gucken. Ob da irgendwas ist. 425 Bonuspunkte. Ah, okay. Man kann sich hier Kram kaufen. Ich verstehe. Kann man ja eigentlich mal machen, ne? Reicht dann vielleicht auch im kleinen Bild, sich das anzugucken. Ich lasse es mal als kleines Bild. Ist das hier? Final Countdown has already begun. Achso, stimmt. Und natürlich muss ich auch nochmal auf David Cage eingehen, ne? Der natürlich so unfassbar selbstverliebt ist, dass er sich selber erstmal ins Spiel klatscht, dass er erstmal schreibt, oh, neuer Film, oh, ich mach Filme, weil ich bin ein anderer, ich bin anders als andere Spieleentwickler. Meins sind Filme und keine Spiele, obwohl es mehr Film ist als so manche, mehr Spiel ist als so manche andere Spiele, die auch die Intention haben, einen Film zu machen. Zum Beispiel die Telltale-Spiele. Gut, die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, das gebe ich zu. Aber dennoch, ist ja schon mehr Gameplay. Das ist ja jetzt keine Kritik, dass Gameplay dabei ist oder so, ne? Man soll das nicht Film nennen. So soll das Kind eigentlich aussehen, aha. Das komische Ding da. Ja. Aha. Irgendwie auch eine Eiszeit, warum auch immer da eine Eiszeit bei rumkommt. Weiß auch keiner.
Wie gibt's denn hier? Ah, die Entwickler. Fucking. Wo ist David Cage, der Wichser? Ich glaube, der da ist das, ne? Du da! Du kleiner Hosenkacker hier. Sieht man ihm aus überhaupt, ja. Ich glaube, der ist das. Ich kann mich auch irren. Immerhin ein paar Frauen. Hat er wahrscheinlich auch alle einmal sexuell belästigt, der gute David Cage? Das ist übrigens kein Witz, ne? Es gab wirklich Skandale oder irgendwelche Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und so. Sam's Tanz. Aha. Leos Versteckspiel. Sind das denn jetzt einfach die Story-Sequenzen? Weil du ja anders. Gott, ich kann ihn nicht raus. Stopp. Ja. Hehe. Soll ich mir das jetzt geben will. Die Stimmen. Und nehmen wir hier auch Motion Capture. Ja, das ist ja vielleicht wirklich gar nicht mal so interessant. Soundtrack. Oh, aber ihr kennt wahrscheinlich nicht. Wie ist denn das? Okay, ist vorbei. Okay, das war's. Videosequenzen. Eislaufwettbewerb. Versteckte Dancefloor, Engel. Warum sind hier jetzt nur so Ausgewählte? Braucht keiner verstehen, oder? Naja. Aber hey, ich konnte mit meinen Bonuspunkten alles leisten. Ich bin erstaunt. Ja, ich kann ja mal hier sowas aus Interesse einfach mal bedienen. Tyler, somebody gets murdered every day in New York. But especially when I'm on night duty. It's as if every psycho in the city has it in for me. If you want a bitch, do it inside. That way I don't have to freeze to death listening to it. Sergeant Mitchell? Yes? I'm Inspector Carla Valenti. Young lady, I haven't worked in investigations for a long time. I doubt that I... Scheiß Raucher, da gehe ich erstmal wieder raus. Gut, das war's mit dem Spiel. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, das anzugucken. Aber immerhin konnte man sich ja mal das freischalten, ist ja auch nicht verkehrt. Ja! Trotzdem nochmal gesagt, wenn irgendwer Fahrenheit toll findet, dann... kann ich so ganz nachvollziehen, warum. Aber, ne, ist euer gutes Recht. Ich will jetzt auch, also das Spiel will ich schon schlecht reden, aber nicht die Leute, die es mögen. Ne? Wenn man damit vielleicht mehr Spaß haben kann als ich, ist es auch absolut nachvollziehbar. Und, naja. Hat ja trotzdem irgendwo zum Teil Spaß gemacht, gerade jetzt am Ende sich ein bisschen drüber zu ranten. Und ja, jedes Spiel, ganz egal wie schlecht es ist, ist trotzdem jedes Spiel, was ich durchspiele, immer auch für mich so ein Punkt. Ich habe trotzdem ein weiteres Spiel, was es gibt, was ja auch irgendwie zumindest so halbwegs bekannt ist. Meine Fahrenheit ist ja Tonenspiel, was recht bekannt ist. Die Nachfolger sind zugegebenermaßen bekannter, also die Quantic Dream Spiele. Ja, aber es ist trotzdem einfach auf ein weiteres Spiel auf meiner Liste abgehakt, sag ich mal. Heavy Rain. Ich erwarte Schlimmes. Ich habe wirklich Angst davor, dass es auch so nicht gut ist. Aber ich werde es trotzdem spielen, ja. Ich weiß noch nicht wann. Ich werde dann, denke ich, es gibt da, ich glaube, es kommt für PC irgendwann. Aber ich will spielen wahrscheinlich trotzdem einfach die Collection für PS4. Wollte ich mir sowieso dann mal holen. Ja, mal gucken. Zumindest gameplay-technisch habe ich wirklich die Hoffnung, dass es besser wird als der Murks hier mitunter. Ja, das war ja echt stressig. Ja, und hoffe, dass es besser wird. Aber wenn nicht, dann haben wir trotzdem gemeinsam, oder habe ich zumindest Spaß daran, mich über das Spiel aufzuregen. Macht mich manchmal echt Spaß. Bei schlechten Filmen auch so. Macht echt Spaß, sich darüber aufzuregen manchmal. Aber dafür muss es halt auch schon schlecht genug sein. So langweilige Filme, da geht das nicht. Oder Spiele. Aber das hier war wirklich so on point schlecht, dass es Bock gemacht hat und funktioniert hat. Gut! Dann sage ich jetzt trotzdem Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns dann wieder. Ja, wie gesagt, der nächste Stream wird dann erst... Gut, cool, jetzt glaube ich gerade sowieso keiner mehr den Stream. Wird dann trotzdem erst wieder Mittwoch in einer Woche wahrscheinlich stattfinden. Wahrscheinlich dann Kingdom Hearts. Vielleicht werde ich noch ein kleines Projekt zwischenschieben. Ich bin da so ein bisschen am Überlegen momentan. Aber Kingdom Hearts soll auf jeden Fall nicht mehr so lange dauern. Und ja. Dann war es das mit Fahrenheit. Danke nochmal an Dennis, aka der Raven, der mir das Spiel geschenkt hat, weil er irgendwie den Key irgendwo her hatte und nichts damit anfangen konnte. Und dass ich das Spiel trotzdem einfach mal nachholen konnte, ja. Also, ne?
Bis denne, Rolf Riesling verabschiedet sich und wir sehen uns sicherlich irgendwann mal wieder. Also, bis dahin. Tschüss.